Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit mir und dem Milo. Guten Tag. Und ihr seht schon, ne, Minecraft. Ja, und ihr wundert euch, warum wir jetzt schon ein bisschen Zeug haben und so. Milo, erzähl mal, warum das so ist, dass wir jetzt hier auch schon ein kleines Häuschen haben. Wir haben so gesehen schon angefangen, auch schon angefangen normalerweise aufzunehmen. So drei Parts hatten wir schon fertig. Und leider ist das mit dem Sound nicht so ganz mitgelaufen, so wie ich mir das gedacht hatte und sowas. Also ich hatte das über TS aufgenommen. Nur der TS hat meine Stimme anhören lassen, als hätte ich eine Klingel oder irgendwie so eine alte Haustürklingel im Hintergrund laufen oder so. Ist total komisch gewesen. Deswegen konnten wir die drei Aufnahmen nicht benutzen. Genau, und da haben wir überlegt, fangen wir jetzt nochmal von ganz vorne an, aber ist ja eigentlich schade, weil das Zeug haben wir uns ja jetzt wirklich ehrlich schon erarbeitet alles. Und die meisten kennen ja sowieso Minecraft, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch noch hier ganz am Anfang. Also wir haben ja jetzt höchstens hier ein paar. Ich habe hier noch ein Holzschwert, aber auch schon ein Steinschwert. Also aus Stein haben wir. Und dann die erste Rüstung hier haben wir Die uns gerade mal. Lederrüstung haben wir uns Ja, gefarmt. Wir und haben so hier gesehen und Züge ist ziemlich am dieses Ende. kleine Häuschen hier halt mit zwei Betten und hier ein Ofen, eine Werkbank und eine Kiste. Mehr ist noch nicht, ne? Also ist eigentlich noch am Anfang. Richtig. Ja, und wir haben natürlich echt, man muss wirklich sagen, wir haben sau viel Essen. Genau. Muss ich jetzt einfach mal so wirklich zugeben. Wir haben echt viel Essen gefarmt. Ich werde mir jetzt erstmal gemütlich noch. Komm, ich bin da jetzt aber am Boden. Da, genau. Glaube, das war Gammelfleisch. Wie viel habe ich denn davon jetzt? Wo sind die denn da? 19. Ja. Ich habe jetzt uns erstmal ein paar Fackeln noch gemacht. Ja, und das Einzige, was ich gemacht habe, kann ich euch zeigen, hier vorne, da wo die Flecken sind, da war alles, da war wie so ein Turm mit Sand, so wie hier. Und den habe ich komplett abgebaut und wurde dabei immer wieder verflucht. Also wenn ich da jetzt hingehen würde, kommt gleich wieder so eine Art, wie so ein Stachelfisch, habe ich gesagt, also sah das Ding aus. Und dann hat man hier immer so eine Kringel um sich rumschwimmen, als wenn man irgendwie stinken tut oder so. Aber das ist, da ist man verflucht und kann dann nur hier langsam arbeiten, also hier so, das würde dann langsam nur gehen. Genau. Und was wir natürlich jetzt nochmal so gleich am Anfang mit erwähnen müssen, wir machen jetzt nicht jeden Tag ein Part hochladen, so gesehen. Nee. Das haben wir uns jetzt nicht vorgenommen. Wir haben uns was anderes vorgenommen. Wir wollen mit euch ein bisschen kommunizieren, kann man das so sagen? Ja, wir wollen das Projekt hier, wenn es überhaupt ein Projekt wird, es ist natürlich von euch abhängig, wir wollen das Community abhängig machen. Also wir wollen, dass ihr dabei Komm, seid, Pony. dass ihr mit entscheiden könnt und so und uns ein bisschen lenken könnt, weil ich, für mich ist das komplett Neuland. Also das, was ich gestern in die ersten drei Parts, die ja so gelöscht wurden von uns, da gelernt habe, das ist auch jetzt nicht so viel, ne? Also für mich ist es komplett neu. Milo, der kennt sich schon ein kleines bisschen aus. Ja, ich hab's ja schon auf dem PC gespielt. Aber wie. Konsole ist für mich jetzt auch neu, auch wegen der Steuerung Aber mäßig her. wie gesagt, wir wollen, dass ihr uns ein bisschen lenkt. Und es müssen natürlich ein paar Leute müssen es schon gucken, ne? Also ich sag mal jetzt, wenn es jetzt 10 Leute nur gucken, dann lohnt sich das schon fast gar nicht, ne? Nee, weil wir müssen ja auch so sehen, wir müssen auch immer Zeit haben, dass wir Genau. das aufnehmen können und sowas. Ist halt dann ein bisschen so projektabhängig. Wir wollen aber ja auch nicht jeden Tag dann einen Part bringen. Wir fangen jetzt mit diesem Part an. Der wird jetzt ungefähr, sollte normalerweise so 30 Minuten gehen. Das kommt jetzt drauf an, wie wir jetzt gerade Lust haben. Genau. Und den werden wir so gesehen dann sofort hochladen, sobald wir damit fertig sind, so gesehen. Also nächsten Tag so gesehen, Genau, wenn und gerendert ist und alles. den Und dann werden wir das erstmal dem Part eine Woche oben lassen, um dann zu Genau. gucken, was jetzt so abgeht, was sie davon so haltet, was sie dazu sagt und so weiter und so Genau. fort. Was wir können uns auf jeden Fall Tipps geben, was wir am Anfang am besten machen können. Also unser Hauptprojekt wird auf jeden Fall eine große Burg sein, die wir vorhaben zu bauen. Genau, und dann noch ein Bauernhof und vielleicht noch so eine kleine Bauern, wie sagt man, Westernstadt Nee, ich würde gerne ein Baumhaus bauen, ein oder so. Ach so, riesengroßes ja, Baumhaus mit Baumhaus Baum. könnte man auch machen noch. Ja. Ja, aber erstmal heißt es irgendwo hier eine Höhle suchen, ne? Wir Ja, wollten uns kommen wir jetzt mal hinterher. in eine Höhle reinbauen und
Ja, und wir warten dann einfach eure Kommentare ab und so, dass wir dann darauf reagieren können. Genau, weil wir wollen Ne, das auf so schnell eure. machen, wenn wir jetzt nämlich jetzt so 50 Parts oder sagen wir mal 20 Parts im Voraus aufnehmen und die dann hochladen jeden Tag und ihr schreibt im ersten Part dauernd rein, ja, ey, warum reagiert ihr nicht auf uns, ist auch irgendwo doof. Ja, und deswegen machen wir das genau, dass ihr quasi genau mitbestimmen könnt. Genau. So, und wenn natürlich nach einer Woche da bloß 10 oder 15 Aufrufe sind, lass es auch 20 Aufrufe oder 30 sein, aber da hat vielleicht nur ein einziger runtergeschrieben, dann glaube ich, werden wir das Projekt einstellen. Genau, also wir können am besten, glaube ich, da hinten runtergehen. Weil deswegen machen wir das sonst, wenn es jetzt hier so ein Projekt wie wir sonst immer, also wie wir andere Projekte haben, dass wir im Voraus aufnehmen ohne Ende. Ja, das hätten wir dann machen können, wenn wir jetzt gesagt hätten, ohne Community. Aber wir wollen eigentlich auch, dass ihr ein bisschen mit dabei seid oder dabei sein könnt Genau. und eben mitbestimmen könnt. Das ist ja eben so gesehen wirksamer in einer Hinsicht. Und weil das ja auch Genau. eigentlich, Minecraft ist ja man kann ja alles machen, das ist das ja nun mal. Was Wir baust brauchen du jetzt jetzt da nur, ab? das ist Eisen, das können wir auf jeden Fall sehr gut brauchen. Okay. Also es ist wirklich sehr, sehr, kann man echt sagen, ja, wie soll ich das sagen, belastend wollte ich schon sagen. Also man kann euch da sehr gut mit einbeziehen in die Genau. Sache. Weil wir wurden ja auch in der Vergangenheit sehr viele Male gefragt, immer macht ihr auch Minecraft und so. Haben wir leider immer verneint, weil auf dem PC wollte ich das jetzt nicht spielen. Nee, Ne? Daniel ist Und dafür nicht der PC-Spieler in genau. der Hinsicht. Aber als ich dann gesehen habe, dass es natürlich für die PS4 jetzt auch gibt, da hatte ich nichts dagegen. Dachte ich, na, probieren wir mal aus. Ich bin ja für alles offen. Maybe. Boah, Alter. Musst du mich so erschrecken. Das war knapp, aber jetzt hast du mich Meine erwischt. Fresse. Wo bist du denn noch? Was ist das hier für ein rotes Kupfer oder Oh Gott, da ist ein Enderman drin, glaube ich. was? Ein Enz? Enderman, nicht ein Ents. Durch das mal ein bisschen aus. Ja, Alter, hat er hier ein Loch reingerissen, der Sack. Ja. So, sind wir ja schon. Oh, hier ist schön viel. Ne, das ist ja wieder was Pass anderes. auf, nicht den Typen angucken. Guck ihn Was? nicht an. Nicht den rechts von dir angucken. Oder links Ja, und rechts von ihm. ich geh schon weg. Wieso, was macht der, wenn ich hier angucke? Dann haut er dich. Oh. Der will also nicht angeguckt werden. Was ist das für? Nee, der ist sehr, sehr, sehr empfindlich, was das angeht. Ich guck mich an und ich hau der. Ja, genau. So, ich leuchte das hier jetzt alles ein bisschen Hast du gerade aus. so gestöhnt? Nee, das ist ein Zombie. Ach so. Ich so. Ist der da hinten im Dunkeln? Ne, deswegen sagte ich ja, wir müssen auf jeden Fall immer ein bisschen fackelmäßig was mitnehmen. Weil man, Alter, hier geht's echt tief runter. Oh Wir haben ja. echt eine sehr gute Höhle gefunden. Aber wie finden wir da auch wieder raus, ey? Deswegen leuchte ich ja alles aus. Oh, hier ist ein Loch, also hier kann man sehr schnell begraben werden. Also das Eisen sollten wir mitnehmen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir aussieht. Also ich denke mal, ich habe ein anderes Texturenpack drin als du. Wieso? Ja, weil ich mal anfangs ein anderes ausgewählt habe. Weil ich dich, glaube ich, einlade, kannst du das, glaube ich, gar nicht aussehen. Ich weiß nicht, ob das übernommen wird, was ich habe, dass du das dann auch benutzt. Irgendwie, keine Ahnung. Oh, ist das nicht immer. Werde ich ja sehen, deine Videos dann, wie deins aussieht. Genau, das werden wir so gesehen morgen sehen, wenn das Genau. Video online kommt. So, ist das hier Kohle? Das Schwarze ist Kohle, ja. Nehmen wir auch ein bisschen mit. Können wir Ja, auch da können wir auf jeden Fall auch immer gut was von mitnehmen. brauchen. Und erstens So. kriegst du da Level von, wenn du die abbaust. Genau. Geh mal ein bisschen weiter vor und leuchte noch ein bisschen aus. Also wie gesagt, ihr könnt uns gerne alles in die Kommentare reinschreiben, was an Genau. Tipps, wo wir uns dran halten können am besten, dass wir jetzt nicht gleich irgendwie so derbe auf die Fresse fallen. Also ein bisschen kenne ich mich jetzt ja aus, will ich ja nicht sagen, so ein ganzer Noob bin ich jetzt nicht. Aber von der Konsole her ist das alles wieder ein bisschen anders. Also einfacher zu craften ist es im Craft-Menü. Man muss nicht alles auf dem Kopf wissen, man braucht das Zeug nur in der Tasche haben und alles ist gut. Aber trotzdem. So, da ist auch noch Eisen. Kannst du noch bauen? Ja. Daraus können wir nämlich später noch eine neue Rüstung machen. Genau, und Eisen.
Zeug hier. Diese Hülle, die Hülse, ja. Die Hülse 20 Euro. Warte. Oh, jetzt hier wieder runter. Ne, ne. Oh, Lava. Echt? Lava. Oh, oh, da ist einer. Nee, pass auf. Scheiße. Alter. Der ist hinter dir gekommen und voll in die Luft geflogen. Alter. Der kam hier aus dem Loch. Ich war im Menü drin, ich hab gerade was geguckt. Ey, der hat mir aber kaum Schaden gemacht. Ja, weil die Wand hier noch war. Oh, Alter, ich bin jetzt fast zusammengebrochen, ey. Was klingelt denn hier immer? Ja, das ist das, weil du Level aussteigst. Das Dumme so. Wäre gewesen, ich hab die Betten dabei. Versuch mal das Lavaloch hier dicht zu machen. Ja. Wollte sich das Lava jetzt langsam abbauen. Wie bist du da hochgekommen? Einfach hochspringen, aber du hast ja den Klotz weggemacht, ne? Das ist doof. Du machst jetzt einfach den obersten Klotz hier weg, dann kommst du auch rein. Bringst du da jetzt drauf? So, wie viel, was hast du hier denn für ein Loch? Oh, jetzt bin ich hier auch runtergefallen. Kohle. Ja, Kohle. Du auch Kohle hier. Hier ist ja noch mehr Kohle. Oh, hier ist Pflasterstein. Ja, das ist ja keine Kohle, oder? Das ist Kohle. Oh, ein Pflasterstein. Kohle. Kriegst du da also, weiter? So voll viel Kohle. Aber zum Glück habe ich das ausgestellt. Dass die Kohle klingelt so. Ja, weil du da Lebenspunkte, für, also Levelpunkte. Mhm. Sobald du aber stirbst, verlierst du die aber wieder. Oh, das ist ja übel. So, oh, hier geht's ja noch weiter. Oder oh, da unten ist Lava. Naja, schön aufpassen, aber hier ist noch Eisen. Schön aufpassen. Die Lava geht runter. Warte, hier wird es gleich dunkel. Mach da mal ein Licht hin. Oh, hier irgendwer schlürft hier. Schlürft? Oh Gott. Oh, hörst du? Ja, ich bin fast runtergefallen. Alter, das ist ein Zombie auf jeden Fall. Fragst du dich nur wo? Wir müssen warten, bis die Lava komplett verschwindet. Da packe ich auch noch einen hin. Hoffentlich kommen wir noch, aber wir hoffen, die finden wir wirklich wieder zurück. Ja, das ist meine Befürchtung, ne? Aber werden wir schon. Ui! Oh, kein Scheiß. Ich mich erschrocken. Warte, bis die Lava weg ist. Wir dürfen da nicht reinfallen. Boah, jetzt dachte ich gerade, du bist der Zombie. Ja, natürlich, ich bin der Oberzombie, weißt du doch. Ui! Oh Gott, ich glaube, das sehen wir lieber schnell aus. Kohle. Irgendwo auch gleich wieder gemütlich ab. Erstmal gucken, was wir alles haben. Was ist das? Nicht, dass ich den Zombie jetzt freilege. Warte mal, ich baue das hier mal zu. Der ist doch hier irgendwo. Kein Bock, dass von der Seite was kommt. Ja, wenn du natürlich jetzt einen Creeper gleich vor deiner Nase hast, dann hast du verloren, ne? Dann explodiert er. Ja, natürlich hat er explodiert. Das habe ich ja gerade am eigenen Leib miterfahren dürfen. Alter, wie tief ist hier unten? Unten ist Obsidian, glaube ich, so nennt sich der Scheiß. Gott, hier wird es wieder dunkel. Licht. So. Licht. Was für Geräusche, ey. Ja, das ist halt ein Höhlengeräusch, weißt du. Hier unten leben die Monster, die an einem Tag da oben nicht sein können. Auf jeden Fall verschwindet die Lava langsam. Wow, hier unten muss man hier runterkommen, ey. Hier ist voll das Lava-Becken. War irgendwie geil, ne? Oh, das ist Obsidian. Das wird sogar angezeigt. Diamantenspitzhacke kann man nur. Ach so, das kann man nur mit einer Diamantenspitzhacke abbauen. Und das rote hier? Eisenspitzhacke brauchst du da. Oh, und ich hab's kaputt. Also machst du mal mit dem Dings kaputt. Also müssen wir uns später gleich noch Eisen machen. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt eine Stelle, wo wir uns erstmal irgendwie hinbauen. Wo wir uns erstmal häuslich niederlassen. Ja, ich würde aber gerne noch da hinten rüber. Oh, da hinten läuft irgendwas. Da hinten läuft irgendwas.
Hallo Zombie. Doch, da Spuckt kann ich auch so schlagen. der? Spuckt er. Naja, so weiß schon. Okay, was? Komm, trau dich doch. Ja? Lel. So. Er lief doch gerade, ne? Was? Okay, hier ist Wasser. So ist der Wasser. Dann Ist ja schon mal machen wir. schön. Und da oben, da hinten. Da läuft ein Skelett mit Bogen rum. Oh. Und eine Spinne oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob es so gut ist, dass sie das hier jetzt. Warte mal, ich baue das hier jetzt. Ne? Ja, so. Nein. Lassen wir das erstmal sein, wie es ist. Wie, oh, was ist das denn? Lapsi, was, was, was? Kann man mit Stein, können wir abbauen. Ja, dann bauen wir ab. Oh, da ist noch mehr. Kommen wir denn wieder nach oben hin? So, dann kommen wir locker wieder nach oben hin. Super. Gib mir das eine da. Weiter nach. Bist du wieder nach oben Muss. gegangen? Jo, natürlich. Hier ging's auch noch. Oh, hier geht's auch noch lang. Hier ist noch eine Stelle dunkel. Komm mal wieder runter. Nee, da wollte ich noch gar nicht hin. Ne? Ich will eigentlich jetzt mal so eine Stelle bauen, wo wir ein Bett hinknallen, damit wir da diese Speicherpunkt haben, dass wenn wir sterben, Okay. nicht verrecken, weißt du? Ja, hier ist irgendwo der Zombie, genau. Ist die Höhle weitläufig, weitläufig, ja. Weißt du, wo ich bin? Nee. Wo ist in der Höhle? Hier, die wächst Gras, Alter. Alter. Warte, Aber wo bist irgendwie du? komme ich hier nicht weiter. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Nee, da nicht hoch. Hier lang. Hier. Ach so, Ja. da. Folgen Sie mir. Bam, bam, bam. Weißt du, was man hier aber nicht machen kann? Hier kannst du nicht nachgucken, ab welcher Höhe die Diamanten anfangen. Es gibt so eine bestimmte Höhe, wo die anfangen. Kannst du hier Aber leider nicht wir nachgucken. waren ja schon sehr tief jetzt dann unten. Ja, eigentlich ist es da, wo Lava ist, alter Vater. Ich habe keine Fackeln mehr. Sagen. Komm mal hierher. So lassen wir das. Knall ich das jetzt hier mal. So, bauen wir das Eisen ab. Bauen Sie mal das Eisen ab. Was doch doch da ist. Dann machen wir das da hin. Dann sage ich mal, deine schläft da. Wie viel bin ich hinbauen? Wieso kann ich da kein Bett hinbauen? Da kann ich ein Bett hinbauen. So. Da kommt dein Bett hin. Meins kommt da hin. So. Nee, ich glaube, das ist dumm, das da hinzustellen. Dann tut das bestimmt weh, wenn ich da. Ja, so sieht's schon. Wollte gerade sagen, brauchst du jetzt Löcher rein, dass da noch welche drin spawnen können, oder? Nee, ich wollte das hier ein bisschen, ne, zumachen, Lebenslustiger machen. So, machen damit hier nicht so einfach so ein Loch ist. wir. So. Nee, lass mal so. Kannst du bitte weggehen, ich wollte gerade was hinsetzen. Dun, 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 dun. Das da rein, dann kommt das da rein. Vielleicht, wenn das alles ein bisschen länger dauert, aber wir sind hier ziemlich am herumfunktionieren. So, das dahin.
Na, wo bist du hin? Ach Nur hier so, du brauchst vorne, bisschen Kohle. noch Abstand. Ich habe jetzt hier so ein bisschen zugebaut, dass wir hier pennen können in einer Hinsicht. Dass uns hier nicht gleich die ganzen Monster da werden in den Arsch treten wollen. Weil ich die höre. Hoffentlich kann man hier pennen. Und wir wissen aber jetzt auch leider nicht, wann dunkel ist. Kann man sich jetzt eigentlich schon hinlegen? Versuchen wir. Du kannst nachts, nur nachts schlafen, also ist noch Tag. Ja, blöd, dass man keine Uhr hat oder so, ne? Nee, leider nicht. Wie sieht das eigentlich auch aus, wenn wir jetzt mal die Karte ansehen? Die Karte. Wie weit haben wir die denn eigentlich schon ausgebaut? Nein, du solltest das Bett nicht abbauen. Brauchst du, dass du dir die Karte anguckst? Wow, wir haben echt auch keinen riesen Radius abgesucht. Ach, hier oben steht aber Koordinaten sogar drauf, wo wir sind. X-Achse 101, Y-24 und minus 52. Also wir sind in der Tiefe von 52 sind wir. Also wenn jemand weiß, welcher Tiefe die Diamanten sind, schreibt es in die Kommentare. Ah ja. In der Tiefe von 52. Ich weiß nicht, wie tief wir müssen, keine Ahnung. Oben ist Gold. Wo steht Tiefe denn eigentlich jetzt? Das ist die Minus da. Z ist Bis das. Also 48 steht bei mir. Oder wie warst du ist? hier vorne? Ach ne, hier ist 52 Stunden. Wenn ich jetzt gehe, wird es immer mehr. Hä? Das ist auch nicht. Das kann ja dann nicht die Tiefe sein. Na doch. Wenn du von da und hier runter gehst, wird es immer mehr hinten. 56, 57. Ja, aber man geht ja nicht tiefer, man bleibt ja auf einer Höhe. Oder geht das schräg nach unten? Geht das ja nicht. Hast du eigentlich noch was zu fressen? Ja. Brauchst du was oder? Nö, ich habe genug. Ich habe ja alles hier, was wir an Essen haben. So, wie sieht's aus mit Nacht? Ich will eigentlich gerne einmal ganz nur Nacht schlafen. Ja, komm, dann lass uns da hinten mal gucken. Ich denke, man merkt hier die Stelle, wo wir hin müssen. Gerade ich. Ja, genau, gerade du. Bäm, 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 oh, Kohle. Okay, das ist noch mehr, aber. Ah. Das sollte eigentlich als Markierung gut dienen, oder? Hast du noch Kohle bei dir? Also Ja. Kohle in dein Dings? Kannst du mir das mal geben? Kohle, Kohle, Kohle. Gib mir deine Kohle oder stirb! Damit, nein, so, gib alles, was du hast. Wir nehmen noch wieder ein paar Fackeln machen. So. Habe ich das jetzt eigentlich alles aufgesammelt? Ne, da liegst du. Ja, 37. Jetzt müsst ihr ja eigentlich gemütlich da hinten Jojo. rennen. Ja, ich laufe noch hier ein bisschen verplant durch die Gegend. Ne? Das ist ja, es sei Milo sagt, dann bauen wir das ab. Dann muss ich nur aufpassen, dass ich nicht so wilde abbaue, dass ich dann auf einmal nicht mehr weiß, wo ich bin. Ne? Wo bin ich? Ja. Aber das zweite, hätten die Betten nicht hier nebeneinander gepasst? Beide, das Ehebett? Dann bringen wir die Ach Betten so, ach um. so, ja, alles ja, irgendwas gesagt, ne? Ja, weil ich hier so mitten im Gang, ne, so ein Durchlaufkunde, Ich wollte uns nicht gegenseitig umbringen, weißt du, das wäre nicht so ne? toll ausgesehen. So, wie hebt man das Bett wieder auf? Indem man es abbaut, aber das brauchst du ja am besten stehen lassen. Ja, ich baue es ja gleich wieder hin. Ich wollte es nur hier ein bisschen weiter in der Ecke haben. Ich muss jetzt gerade denke jetzt auch gerade nach, wie die Steuerung gerade funktioniert. So. Sieht's aus, kann man schon pennen? Warte mal. Du kannst nur noch schlafen. Was ist da unbedingt genau? Eigentlich da an die Wand, aber da ging es irgendwie nicht. Nee, schräg macht er meist nicht. Wind? Naja. Ja, du bist mal so blöd. Da unten waren wir.
Hier kann man nirgendwo hin. Du Okay. wolltest wieder hoch, ne? Ja, da war aber hier irgendwie. An der einen Stelle ging das irgendwie nicht. Ach, wir hätten ja auch hier. Komm mal wieder zurück. Ja, selber. Wir können ja hier hinten weitergehen. So, dann kann ich hier nicht weiter ausleuchten. Toll. Hat's ja mega gebracht, die Kacke. Hier hätte man vielleicht ausschachten können und dann hier so einen richtigen Raum. Ist jetzt auch egal, dann brauche ich das hier nicht mehr zubauen, dann leuchte ich das hier halt noch großzügiger aus. Damit hier nichts kommt. Oh, hier kann man hoch. Könnten wir noch unseren. Hier kann man hoch. Ja, da. Schlupfloch. Ich habe es gesehen. Alter. Ja, hier sieht es noch wieder. Ach du Scheiße. Noch ewig weiter. Das geht echt ewig weiter, ey, wenn wir hier nachher nicht wieder rausfinden, ne? Alter, hier ist voll der fette, die fette Höhle. Was? Boah, es hört sich so nah an, der Zombie. Da unten ist nur. Da unten leuchtet irgendwas. Hier unter uns. Ach, da ist er. Ach, Der Zombie. Herbert. Noch Noch einer. einer. Hau sie. Lag sie doch. Immer drauf auf diesen Oh, Zombie. Trophäe gekriegt. Monsterjäger. Toll, weil du einen getötet hast. Zwei. Ja gut, nein, da wollen wir mal nicht. Haha, oh, hier hinten geht's auch noch mal lang, übelst weit. Oh, nee, ich Angst. Versuch das jetzt so ein bisschen grob auszuleuchten. Hier, gehen wir da runter, wo die Zombies gerade waren. Hier ist auch noch mal Lava. Hier überall. Das Zombie-Geschlapper, ne? Ich höre das immer hinter mir. Oh, da oben läuft einer. Oh, geh weg. Erledigt. Ich wusste, dass da irgendwas Oh, hinter da mir hat eine läuft. Fledermaus da oben in der Ecke. Ja, komm, schnapp sie mir oder sie frisst dein Blut. Weg, ne? Alter, das kann nicht wahr sein. Hier ist noch mal so eine Riesenhöhle. Weg. Gehst du? Siehst du meinen Namen nicht? Ich muss die Fledermaus erstmal töten. Dann gibt's neuer Auftrag, töte die Fledermaus. Wo ist die denn jetzt? Ich sehe sie nicht mehr. Oh, ist sie mir jetzt hinterhergekommen? Die ist mir hinterhergekommen. Wie flattert sie? Komm her. Ja, Alter, das ist wie tot. groß das hier ist. Oh ja, oh hier ist, oh hier guck mal, so ein Wasser, fließendes Wasser. Ja, ey, der hat einen Bogen, Alter. Ja, den habe ich erstmal ins Wasser. Oh, aua, Schwein. Ja. Du Sau, ich hab ihn erschlagen. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Warte mal, ich komme mal Treppen auf. Willst du was essen? So, wir wären dann hier schon fast bei einer halben Stunde. Ja gut, Leute, würde ich sagen. Oh, Loch! Ja, siehst du, gleich mal zum Anfang gedacht. Oh, da ist ein Creeper, Alter. Nein, Alter. schnell Muss weg! man. Lauf. Boah, ist da unten eine, ich wollte schon sagen, eine Mücke. Fledermaus wieder. Oh, der. Jetzt explodiert er. Hinter dir die Fledermaus. Wo denn? Jetzt ist er da zum Wasser geflogen. Also ihr seht, wir haben uns jetzt in der Höhle zurückgezogen. Wir wollen jetzt erstmal Sachen farmen, so wie Diamanten mäßig, Genau. dass wir ein bisschen auf dem, ja, Stärkere Zeug Rüstung, kommen. stärkere Waffen und stärkere Arbeitsmatte hier, ne? Genau.
Dann wollen wir irgendwann wirklich dann an der Oberfläche einen Platz suchen, wo wir eine riesen Burg bauen können und dann allen Kram. Da sitzt da unten noch drin, das dauert noch ein bisschen, bis er da rauskommt. Aber ich würde So, sagen, dass wollen wir hier wir. jetzt einfach gemütlich hier einen Schnitt machen gleich. Also wir laufen jetzt erstmal wieder zurück, oder? Oder wollen wir einfach einen Schnitt machen? Ist ja egal. Ja, wir laufen nochmal schnell zurück. Hoffentlich finden Warme wir das jetzt. Stube. Hoffentlich finde ich da jetzt wieder hin. Oh, hier. Ah, Oh, hier ist oh noch Gott, was irgendwo ist das einer. denn eine? Das ist ein Opfer Magier-Scheiße. Lauf doch um. Oh. Blubber. Ich blubber. Blubber, blubber. Ist das überhaupt richtig? Ja, ich habe einen Spürsinn. Hier ist unsere Wohnung. Ja, halt die Fresse, du kommst hier nicht rein. Mach schnell zu da. Oh, die Scheiße, dich. Ja. Ich habe auch noch Steine, falls nötig. Ha! Kommst du nicht rein? Wie der lacht, den werden wir Ja, gleich das ist mal. blöd. Oh Mann, jetzt können wir hier aber nicht pennen, weil hier Monster sind. Aber wir waren hier hinten ein bisschen ausschachten. Ach nee, von hier hinten sind wir gekommen, ne? Ach stimmt, da ging es ja dann hier oben, nach oben irgendwo. Aber wir werden die Betten weiter hier vorne irgendwo hinknallen. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt einfach gemütlich einen Schnitt. Also, Genau. das wird jetzt erstmal der erste Part sein, der jetzt eine Woche lang irgendwann oben durch. Gott, ich war gerade in mir. Gott. Also, die Woche oben bleiben und dann mal gucken, was wir da so zu schreiben. Wie das jetzt Ja, gerade so und ankommt, wie wir das machen in der Hinsicht. genau, und wie viele Leute da überhaupt Interesse dran haben. Das werden wir ja nach einer Woche sehen, wie viele Leute sich da so das sich angesehen haben und was runtergeschrieben haben. Und davon ist es dann abhängig, ob es dann überhaupt also fortgesetzt wird. So sieht's nämlich Ne? aus. Und Ja, wir sind für herrlich. jede Vorschläge und Tipps und Tricks und was wir machen noch können und alles sehr dankbar. Könnt ihr alles reinschreiben, werden wir alles aufsaugen ohne Ende. Und ja, sagen dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft oder auch nicht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.